Hey Leute, willkommen zurück zu Demon's Souls. Gut, ich war eben schon im Shrine of Storms, wurde von Tzatziki getötet, weil mein PC sich wieder aufgehängt hat. Naja, wie dem auch sei, ich habe mir noch ein Level abgeholt bei der lieben Maid. Ein Dexterity habe ich mir, glaube ich, besorgt. Das ist so krank, ne? Wenn ich mal gucke hier, mein Meat Cleaver, 187 Bonusschaden, wahrscheinlich nur durch Stärke- und Geschicklichkeitsattribute. Kranke Sache. So, aber wie gesagt, erstmal Tzatziki töten. Oh, guck mal, mein lieber Bior sitzt jetzt hier. Do you intend to challenge the king? Ja. You may be a great demon hunter, but I fear you may not be ready. The king is defended by the black swords of mighty knights and a fire-breathing dragon. They defeated even myself. That's how I ended up in the dungeon. Beware the limits of your own power. Ja, das bin ich mir sehr wohl bewusst, wo die Grenzen meiner Macht liegen. Aber gut, wie gesagt, Schrein der Stürme und Tzatziki mache ich diesmal mit Magie. Mit den Moving Soul Arrows. Ich könnte mir auch die One-Time-Revival draufhauen, aber ich denke, das ist dann ein bisschen zu viel des Guten. Ja, Tzatziki, der hält ganz schön viel aus, aber ich glaube eigentlich gegen Feuer ist er ziemlich empfindlich. Dumm nur, dass ich jetzt kein Feuer dabei habe. Guck mal, da kommt er schon. Tzatziki. Ja, ne? Guckste. Na, guckste. Tzatziki. Ist klar? Aha. Na, gefällt dir nicht so, ne? Hab ich schon gemerkt. So, und nochmal, dann haben wir ihn. Hi. So, dann ziehe ich mir lieber mal den Diebesring wieder an. So, Tzatziki, gib mal dein Schwert. Ripless. Oder Hiltless, habe ich ja schon mal erklärt. So, ihr habt gesagt, die Skelette, wenn man die ohne Waffe schlägt, dann kann man die wohl backstabben mit einem Schlag. Ist wohl von Epic Name, Bro. Keine Ahnung, ob das stimmt. Na? Okay. Irgendwie doch nicht. Au. Na, ich weiß doch nicht, ob das so stimmt. Jetzt merke ich da keinen... Oh, 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 oh. Na gut, mit der Faust, da können sie gar nichts machen. Da werden sie direkt gestaggert, ne? Das ist eigentlich schon ganz nett. Aber backstabben mit der Faust? Ich werde es mal ausprobieren, warte mal. Ich glaube, es wäre eigentlich sinnvoller, wenn ich den Bogen wegpacke und dafür lieber das S-Dock behalte, denn damit kann ich mich ja noch wehren. Na, mal gucken. So, hier. Noms. Gut, holen wir uns erstmal das Gras. Obwohl ich das nicht brauche, aber ich werde es gleich konsumieren. Ach, ist ja noch immer schwarze Weltentendenz, ne? Ist ja noch. Kommt ihr mal angerollt jetzt, ihr Roller? Ah, nein, nein, nein. Nein, 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 du kleines Schweinebär. Die. So, erstmal backstabben. Ah, nee, geht nicht. Pass mal auf. Gleich kommt der rote Junge und dann ist wieder zu spät. Hallo? Prügel ich dich halt so. Arsch. Wie ich das hasse, ne? Wie die da immer rumrollen. Das regt mich so auf bei denen. Das regt mich so auf. Das klappt dir gar nicht. Da kommst du mal. Ist wieder verschwendeter Zauber, ne? Hi. So, jetzt aber backstabben. Warum backstabst du den nicht? Ist doch nur ein... Guck mal, Knochenkopf. Hier, backstab ihn jetzt. Backstab ihn. Sag mal... Was hat denn das für einen dummen Abstand? Oder was, wo muss ich da stehen? Ich verstehe das immer noch nicht. Ich werde das jetzt... Okay. Wie war das? Das tötet sie sofort? Halte ich ja für ein Gerücht irgendwie. Ich halte das für ein Gerücht, Leute. Au. Alter Schwede. Alter Schwede. Nicht gut. Ich will nicht sterben. Ein Schwinger von denen tötet mich schon fast. Finde ich ja voll nett, ne? Ah, das war knapp. Das war Button-Mashing at its finest. Und da kriege ich schon wieder so eine Kack-Soul-Remains. Wer nutzt die denn? Das ist total sinnlos. Ich meine, gut, in Dark Souls habe ich gesehen, da gibt es einige sehr interessante Verwendungsmöglichkeiten, wenn man Speedruns macht. Aber hier... Ich weiß es ja nicht. So,
Nee, Schwein of Storms wird nichts mit Speedrunnen, Leute, weil die rollen mir dann hinterher. Ich glaube, die sind schneller als ich, wenn ich laufe. Wenn die rollen, die Skelette. Daher kann ich nicht einfach so durchwetzen hier. So, komm mal her. So. Ja, aber abstechen geht noch ganz gut hier. Also die kriegen da schon richtig... Oh, ein Splinter. Ich hätte jetzt so gelacht, beziehungsweise ich bin so am Lachen, wenn ich am Ende hier einen Pure kriege. Einfach mal so ein Pure Bladestone, ne? Einfach so. Das wäre geil. Na komm jetzt. Komm. So. Na gut, einfach mal auf Power abstechen, das geht auch. Also die ganze Zeit zustechen ohne Gnade. Die kriegen ja auch so Schaden, wenn sie rollen, das ist ja das Schöne. So, moin, lass mich mal durch. So, und mal hier eben. Noms, ich gehe unten lang, das geht schneller. Was soll der Terz, wenn ich da oben lang laufe? Außer der Penner, der wieder auf mich schießt, ne? Hallo? Ah, warte mal, da kann ich mir, glaube ich, mal schnell den Ring auf Magical Sharpness reinhauen. Hallo? Du willst Schmerzen, habe ich gehört. Oh ja, Villa. Villa, Villa, Villa. Der ist aber auch ganz schön hartnäckig, dieser blöde Vanguard. Der hält ganz schön was aus, ne? Ja, das waren mindestens 1000. Oh. Oh. Wie war's, wo? Blablabla, blablabla. Du dummes Schwein. Wahrscheinlich zählt das jetzt schon? Ist jetzt schon die Weltentendenz abgerutscht, oder... Also ich meine, nach oben. Warte mal. Ne, ist immer noch Pure Black. Ich muss zum Nexus. Aber das werde ich auch mal kurz tun, Leute. Ich hole mir mal lieber die Feuerbälle. Die Moving Soul Arrows, die sind kacke. Die mag ich nicht. Ja, wie gesagt, hier kommt wieder ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ein bisschen Gemütlichkeit in den Run. Denn durchrennen ist hier nicht. Das ist hier einfach nicht. Dafür habe ich ja schon gesagt, sind mir die ganzen Viecher ein bisschen zu garstig. So, weg damit und rein davon. Bla bla bla, interessiert mich nicht. Der labert immer nur einen Mist. Warte mal, ich hole mir aber dafür jetzt noch ein paar Kräuter. Habe ich ja genug. Ich habe mir endlos viele gekauft hier. Also 99, glaube ich. Oh, wie viele Seelen ich habe. Da. Seht ihr? Habe ich alle gelagert von der lieben Adligen. Komm, das hätte ich auch andersrum machen können. So, 40 knapp sollten reichen. Und damit wieder in den Shrine of Storms. Kann ja nichts passieren, aber ich vermisse irgendwie so ein bisschen... Die ganze Zeit bin ich jetzt als Mensch rumgelaufen und jetzt habe ich hier so wenig Lebensenergie und die fletschen mich da einfach mal weg, ne? Die fletschen einen einfach weg, die dummen Skelette. Das ist unglaublich, wie krass die sind. Also selbst hier noch. Hygiene Plus Plus sind sie. Oh, guck mal, und schon wieder neutral. Hahaha. Ging ja fix, ne? So, erstmal draufklatschen. Ja, Hauptsache die roten Phantome sind weg. Die sind so eklig, die mag ich nicht. Mag ich gar nicht, Leute. Mag ich nicht. Ah, nee. Hallo, bleib doch mal jetzt stehen. Das... Dieses Rumgerolle die ganze Zeit. Da könnte ich so reinbrechen, ne? So richtig draufbrechen könnte ich da. Warte, ich sollte vielleicht noch den Klingring anziehen. Nam, 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 nam. Oh, ich habe nur in einer Hand. Geht trotzdem. Da, guck. Ja, das war nicht Ragen, aber das war... Das ist ärgerlich halt, ne? Ganze Scheiß hier. Hallo? Hallo? Will ich vielleicht mal treffen oder so? Ja, moin, nein, ich treffe ihn nicht. Nein, den noch nicht. Vor allem, dass die so gut treffen, das verstehe ich nicht. Das sind Skelette. Ich mein, hallo? Jetzt so ab... Wie war... Die haben einfach so eine schmale Statur, die trifft man nicht, die Viecher. So, Noms. Erstmal Total Pot und jetzt durch. Jetzt hau ich die weg. Komm her. Arsch. Hier mit eurem Shitty rumgerolle, ne? Das war mir so klar. Warum war es mir so klar, dass der Sorry Mains hat? Oh, hi. Hi. Hi, 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 hi. Ich würde gerne mal wissen, woher das kommt mit dem Faust. Wenn man sie mit der Faust haut, dass sie dann schneller kaputt gehen.
Das habe ich noch nie irgendwo gesehen, aber angeblich soll es ja bei Epic Name Bro gewesen sein, ne? Wie erwähnt. Echt noch nie was von gehört oder gesehen. Oh nee, ohne Diebesring ist ja auch kacke, stelle ich gerade fest, ne? Nee, also Diebesring ist ein Muss. Packe ich halt den Klingring dafür raus. Alter Schwede, laufen die jetzt da oben rum, oder was? Bitte nicht! Das würde ich nicht begrüßen. Also irgendwie die Eingabe manchmal sehr, sehr langsam. Wenn ich da schnell drücke, dann reagiert es manchmal nicht. Alter. Hallo Diebesring, kennst du das? Kennst du das? Du scheiß Vieh da oben. Diebesring, bedeutet, dass du mich nicht sehen sollst, wenn ich da unten lang laufe. Das bedeutet scheinbar auch, dass er nicht reagiert, wenn ich schieße. Norms. Der Insanity-Katalyst ist mir jetzt ein bisschen zu schade hierfür. Oder? Na komm, probier ich ihn mal aus, was der hier macht. Ich habe jetzt eh nur noch die Hälfte Mana gehabt. Ja, gut, 370. Zu 320 vorher. Weiß ja nicht, ob sich das so rechnet. Wenn ich jetzt noch mehr Mana hätte, dann wäre das gut. Da müsste ich auch nicht so oft nachtanken, glaube ich. Moin. Der gurgelt. Voll eklig. Ist ja voll ekelhaft. Aber gibt mir die Hard, die, auch die Grey. Nee, Hard war ja von... ja, ne? Von der Spinne. So. Dann. Auch hier wieder abkürzen. Jetzt kommt nämlich wieder so ein bisschen Geschwindigkeit in die Sache. Weil ich möchte zumindest noch den Adjudicator... Adjudicator? Adjudicator. Ich spreche den Namen, glaube ich, auch immer falsch aus. Ist mir so schon aufgefallen. So, da nicht drüber rollen, das ist gefährlich, weil da unten steht ein schwarzes Phantom, also ein schwarzes Skelett. Schwein. So, gib. Gib, gib, gib. So, am liebsten würde ich die jetzt alle wegfletschen hier oben, diese dummen Flattermänner. Ich höre sie schon, ne? Ich höre die schon. Nee, also wirklich, der Shrine of Storms ist dank dieser Viecher eines der unangenehmsten Gebiete. Wenn man hier den Diebesring nicht hat, dann ist das echt kegge. Stirb bitte, danke. Ich habe schon gedacht, der fliegt jetzt weg mit dem Fitzelleben und überlebt das Ganze noch. Gibt's was? Ja, es gibt was. Cloudstone. Geb den Cloudstone. Zwei sogar. Hi. Kommst du? Ich muss dir was zeigen. Guck mal hier. Ich wollte noch rollen. Ich wollte noch wegrollen, aber das war wohl nichts. Guck mal, das ist die Hälfte schon. Diese Kackviecher, ich mag sie nicht. Die sind richtig fies. Ach, da komme ich ja nicht rüber. Das war ja von der anderen Seite. Diese dummen, dummen, dummen Stormbeasts. Die haben auch nichts anderes im Kopf, als mich da umzubringen. Nicht weil es der Nahrungsaufnahme dient. Nein, das ist reine Boshaftigkeit. Das ist nur böswillig, so. Das ist, glaube ich, beides. In dem Fall. So. Jetzt kein Mist. Oh, komm. Aufhören. Na. Vor allem, wie sieht man auch die Viecher einfach mal da. Obwohl man es gar nicht will. Das war gut. Das war gut. Diebesring an, aber es stört sie nicht, ne? Die feuern einfach. Ich sage auch noch Fire, Fire, Fire. Lass dich treffen. Jawohl. Jawohl. Ach, Shitty. Shitty. Yes, der war gut. Komm noch. Jawohl. Der war doch schön. Man weiß halt auch nie, wie man da vorhalten soll bei den Viechern. Also man muss ja immer so ein Stück vorzielen, aber ich krieg das nicht so ganz hin. Das war eben echt Glück. So, jetzt. Das reicht. Wenn du hier bist, bist du tot. Hä? Ach, ist der dahinter geworfen worden, oder was? Ja, hier brauchst du gar keine goldenen, roten Phantome. Hier brauchst du nur die goldenen, um einen sofort zu töten, glaube ich. Das reicht hier schon voll und ganz.
im New Game Plus Plus. Die sind da auch schon ganz schön heftig. So, und da sind wir auch schon. Weiß nicht, soll ich den Meatcleaver nehmen? Wäre vielleicht eine Maßnahme. Nee, komm, die kann ich ausziehen. Das reicht, glaube ich, alles so, oder? Ich brauche hier nicht... Oh, die Flatterviecher. Ekelhafte Teile. Krag? Komm, komm, Gerle. Komm, 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 komm. Du willst es doch. Na komm. Fein, wo ist er? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist denn das schwarze Katana-Skelett? Ja, wo, ja, fein, wo ist es denn? Ich würde gerne mal wissen, was die Viecher früher waren. Oh, wie gut, dass du so viel abziehst. Hallo? Du sollst mich bitte anspringen. Das finde ich das Beste überhaupt. Dann kann man die wunderbar von hinten absteppen. Oder auch so. Nee, so geht's nicht. Oh, guck mal, was das... Gar nichts macht das. Solange staggert, ist gut. Oh. Solange staggert, ist es gut. Au, 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 au. Oh! Das meine ich. Ich bin gerollt, aber er hat nochmal zugeschlagen. Sie hat nochmal zugeschlagen. Das war knapp. Ach, bei sowas lieber Total Protection, ne? Warte mal, sollte ich hier den S-Tock nehmen? Doch lieber das... Warte mal. Bisschen nervös, Sascha. Was er mit dem Fuß macht. Sie übt schon mal für Riverdance heute Abend. Ist, ne? Zumba, macht sie, Zumba. So. Ja, komm. Aber ging da nicht nur eins? Ja, es ging nur eins. One-Time-Revival oder das, ne? Ach, schön. Ich vergesse das immer wieder. Entweder Total Prot oder... Beides geht nicht. Könnte man hier eine Überkopfattacke machen, das wäre so super. Also ihr wisst schon da dieses, ne? Von oben runter. Kurzattacke, nicht Überkopf. Oh. Alter, da, schon hat's gewirkt. Halt her. Aber ist doch lieber so. So. Oh, das macht ja nicht gerade viel, ne? Ja, komm. Oh, nee. Ich glaube, ich weiß nicht. S-Tock bringt das mehr hier? Ich würde gerne mal wissen, wer ihm das Ding da reingerammt hat. War der wahrscheinlich selbst. Oh, nee. Ist ja auch der abgebrochene Meatcleaver, der da drin steckt. Seht ihr das? Ich glaube, das ist der Meatcleaver, den er in der linken Hand hält. Der hat ja zwei, um genau zu sein. So. Lass mich durch. Komm, bitte. Oh, ich treffe hier nur jeden zweiten. Das ist ja super. Das ist ja super. Oh, was ist da los? Da ruckelt einfach mal die ganze Playstation mit. Oh, nee. Komm, hör auf mit den Spirenzien. Nicht sowas, bitte. Oh, was? Wolltest du mich gerade küssen? Nein. Nicht so. Nichts Französisch. Nicht so. Komm, jetzt rede ich mal rum. Dicker. Dickerchen. Ah. Och Mann, das war wieder nix, ne? Yes. Aber er ist tot. Er ist tot. Dickerchen ist tot. So, und das hier. Traditional. Ja, komm. Ich habe jetzt den Ring vergessen anzuziehen, aber das ist doch nicht so wichtig. Die 55.000. Die werden jetzt zu 60 noch was. So, warte mal, ich will noch den Stone of Ephemeral Eye. Ich bin ja da. Swollen Demon Soul, die brauche ich auch nicht mehr. Ich wollte eigentlich nur noch schnell Saint Urbane befreien und dann wieder zurück in den Nexus. Machen wir halt mal wieder einen kürzeren Part, ist ja auch nicht so wild, ne? Ist ja auch nicht. So. Ich möchte jetzt nämlich ungerne meine Weltentendenz gefährden. Ich bringe mich dann im Nexus wieder um, glaube ich. Ach, guck mal, ich habe ihn gar nicht befreit. Stimmt ja. Ich vergesse das immer, diese ganzen NPCs hier.
So, ihr habt auch gesagt, den Pure Bladestone hätte man gut beim Skelett unten in dem Gang farmen können. Ja, ich weiß es, dass der droppt bei ihm, aber ganz ehrlich, in der Wiki steht Very Rare. Und wenn schon bei den normalen roten Phantomen Rare steht und bei dem Very Rare, dann will ich gar nicht wissen, was in dem Falle Very bedeutet. Ne? Ne? Ja. So, Splinter auf Darkmoon Stone. Ich hätte gern einen Pure. Ist das irgendwie machbar? Weil ich muss mir nochmal im Nexus dann andere Zauber einpacken. Alleine schon aus dem Grund, weil ich die Echsen sonst nicht gut farmen kann. Am besten halt God's Wrath will ich mir dann holen. Warte mal, ich werde es mal kurz demonstrieren. Dieses Skelett hier droppetet nämlich diese Steine. Der Bladestone unter anderem, den Pure angeblich. Also nicht angeblich. Ich weiß, auf der Wiki, oder in der Wiki, da gibt es auch einen Videobeweis, dass es das tut. Das droppt. Und ich glaube das schon, aber wow. Das war knapp. Das war so richtig knapp. Oh, bitte nicht runterfallen. Ein bisschen kontra geil. Oh! Das Vieh tötet mich jetzt. Ich hab's schon gehört. Die werden wieder ganz spitz auf mich. Und Soul Remains. Ja gut, aber wie gesagt, er soll wohl... geh weg. Du stinkst. Irgendwie nicht so zwischen den Beinen rum. Nicht falsch verstehen. So, da oben ist eine Echse. Aber die hole ich mir nicht, denn wie gesagt, die rennt mir sonst nur weg. Und hier ist schon die Möglichkeit, dass es einem Pure Darkmoon Stone droppt. Die hebe ich mir dann wohl auf. Ich hole mir jetzt erstmal, wie gesagt, den guten Saint Urbane. Und dann... Mal gucken. Gehe ich noch kurz in den Nexus, hole mir den Zauber, den ich noch bekomme für die Dragon Soul. Snuff. Sniff die Schnaff. Oh, guck mal. Ach, nee. Hm. Kurios. Eigentlich habe ich doch... Nee, ich habe noch gar nicht die Pure White, deswegen liegt das Ding auf dem Sockel. Blablabla. Umbasa. Das ist das Wichtigste überhaupt. Umbasa. So. Der Meat Cleaver ist schon eine richtig geile Waffe, aber eignet sich auch nicht gegen jede Art von Gegner, habe ich schon festgestellt. Hier. Nee. Absolut nicht. Bisschen kontra sogar, fast schon bei manchen. Ja, ne? Wärst du ganz so schnell wie ich. Aber bist du nicht. Wieder rumzuckeln. Habe ich ihn verbuggt? Da hinten drin, in der Ecke? Scheinbar. Tja, ist nicht mein Problem. Ein Stone of Ephemeral Eyes. Zählt das auch schon zur guten Weltentendenz, die Richtung, die sich verschiebt? So, hab dich befreit, ne? Moin, alles klar. So, soll ich mal ganz schnell noch hier den lieben Patches mal vornehmen und werde ihm mal was erzählen. Die sind alle viel zu nett zu ihm. Ich hätte ihn... Weiß nicht. Ich hätte ihn gleich abgestochen. Wenn er das mit mir gemacht hätte hier in der Welt. Aber man darf ja nicht, weil ist ein guter Charakter und treibt die Welten oder Charaktertendenz noch weiter nach unten. Er tut zumindest so, als sei er gut. Ja, ich verzeih dir. Du Arsch. So, gut. Wie gesagt, auch die Folge wird ja doch wieder ein bisschen länger. Wir gehen zurück in den Nexus. Und ich packe mir mal ganz kurz die Dragon Demon Soul aus. Und gehe dann zum lieben Saint Urbane. Dann muss ich mal schauen, fehlen auch nur noch zwei Wunder, wenn ich das habe. Und genau die Wunder, die ich schon mal erwähnt habe, nämlich von der Maid, von der Maiden, also diese Maiden Astraea, und vom Mönch. Ansonsten haben wir dann alles schon, was es gibt für Dämonenseelen. Krass, oder? So. Es geht verdammt schnell. Also gerade so drei Durchläufe und man hat fast alles. So, remember? Nee, learn eigentlich. Da seht mal, es fehlen noch Resurrection und Banish. Also Resurrection, da kann man diese Blutflecken im Online-Modus, da kann man, glaube ich, dann was benutzen und die Gegner oder die Leute werden wiederbelebt an dieser Stelle und können dann mit einem weiterkämpfen. Glaube ich zumindest, dass es so funktioniert. So, Rage of God. Warte mal, ich könnte es gleich mal zeigen. Das ist quasi wie der Wrath of God in Dark Souls. So, das packen wir weg, das ist Quatsch. One-Time Revival. Oh, das passt sogar. Rage of God. God. Umbatha. So. Whee. Da haben wir's. Da haben wir's. Rage of God. Und? Oh yeah. Ich
werde mal ganz kurz den Ring of Sincere Prayer anziehen. Denn der soll ja wohl die Benutzung von Wundern verbessern und die Geschwindigkeit, in der man wieder Wunder benutzen kann. Ich weiß gar nicht, ob es auch damit zusammenhängt, wie schnell man die Wunder wirkt. Oh, guck mal. Via Ring of the Accursed. Da haben wir ihn denn? Ring of Sincere Prayer. Increase Miracle Power and Gap Between Enchant... oder Between Chants. Ach so. Das erhöht die Lücke. Habe ich das jetzt richtig gelesen? Ich dachte, das decreased. Ach so, ja. Increase Magic... Miracle Power, also die Wunder werden verstärkt, aber auch die Zeit, in der wieder ein neues Wunder gewirkt werden kann. Warte mal. Ich nutze jetzt mal ein bisschen Mana für, ist ja auch egal. Ich will es halt nur mal veranschaulichen. So. Ah. 1, 2, 3. Ah gut, warte, ich brauche Mana. Haha. Ich brauche noch ein bisschen Mana. So, ich wirke das Wunder und sobald es wirkt, zähle ich runter und spamme die ganze Zeit. 1, 2, 3. Ja gut, 2,5 Sekunden vielleicht. Kann auch sein, dass ich zu langsam war, aber es macht schon einiges mehr Wumms, wie es scheint. So, dann ziehen wir den wieder aus. Und 1, 2. Jetzt zeige ich die Mana schon wieder nicht, das ist doch... Fix. So. Und 1, 2. Ja gut. Eine halbe Sekunde ungefähr. Och nö, ich glaube, das reicht. Wenn ich das ohne Ring nutze, das ist eigentlich ganz cool so. Nee, warte, ich wollte ja den Ring of Sins. Nee, Klingring. Dann packe ich den mal wieder auf die Bank. Liebe Leute, ich würde auch sagen, ich beende den Part. Der ist jetzt echt schon wieder viel zu lang geworden. Ich werde mal noch kurz ein bisschen Vitality holen. Und, ja, dann ist das vielleicht nicht. Alles klar, aber ich werde noch die Sachen wegpacken. Liebe Leute, eine Bewertung wäre cool. Ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt auch gerne Kritik abgeben. Natürlich ist kein Problem. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder nächstes Mal. Oh, habe ich ganz vergessen. Mache ich vielleicht off-cam oder auch nicht. Egal. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Demon's Souls.